Ja. Steht der denn? Okay. We are going to start with Andy Halliday, so just questions to him from the Scottish media just so he can leave and then go and train. And a reminder, everything needs to go through the translator as well. So if the Scottish media start, please. Thank you. And no, I think it's just, there doesn't seem to be one. Andy, I wonder if we can get your take on the amount of Rangers fans we believe are coming here, 2,500 inside the stadium, estimated anything between 5,000 and 10,000 outside the stadium and in the city. What do you make of that? Bit of carnage. Rangers fans have obviously, they've followed the football club and their numbers for many a year, so I'm not too surprised. But yeah, there's certainly been an extra demand for tickets anyway. Gut, also die Frage war jetzt, ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, dass eine Menge Fans nach Wien kommen für das Spiel morgen. Im Stadion werden ungefähr 2,500 Rangers-Fans sitzen und 10,000 wollen nach Wien kommen. Was sagen Sie dazu? Und die Antwort daraufhin, ja, das ist natürlich grandios, muss man sagen. Also wir wissen, dass unsere Fans uns überall mit hinbegleiten und das wird für uns natürlich auch eine extra Motivation sein, unsere Fans dann hier morgen auch im Stadion zu sehen. You've obviously been a Rangers supporter all your life. Can you just sum up the enormity of this one game and what it means for the players and the club as a whole? Yeah, it's massive. I think it's testament to how we've performed in Europe this season. I think if you offered us, you know, 90 minutes to go through it, the last 32, we'd have took it. I think certainly we were probably the underdogs going into the group. And although we've showed respect to every team we've faced, I think we've went into every game with the belief that we can get results. And you know, for that reason, we've put ourselves in a place where we've got 90 minutes to make it to the last 32. Gut, also die Frage war jetzt, Sie sind ein Rangers-Fan durch und durch. Ja, was bedeutet das Spiel morgen für Sie, dieses Entscheidungsspiel, die Chance auf das Weiterkommen? Die Antwort darauf hin, ja, es ist natürlich sehr wichtig für uns, ein sehr wichtiges Spiel morgen, dem wir morgen gegenüberstehen. Wir werden natürlich versuchen, alles zu geben, alles reinzulegen in das Spiel und die Qualifikation dementsprechend zu schaffen. Wir werden vielleicht so ein bisschen oder sind im Vorfeld so ein bisschen als Underdogs gesehen worden, haben uns aber in dieser Gruppe einen gewissen Respekt auch erarbeitet, haben gute Ergebnisse erzielt und haben jetzt dadurch auch dementsprechend die Chance, uns für die nächste Runde zu qualifizieren. Andy, how much of an improvement is needed from Sunday if you're going to go through tomorrow night? Yeah, of course. We realise that our last two domestic performances have not been good enough and it's certainly not been the standards that we've set this season. And we need to improve in all areas. It was obviously a couple of disappointing results, but you know, we've bounced back before. You know, it's one thing I'm pretty positive within this group that we've got the character to bounce back. We showed it obviously after the semi-final against Aberdeen, we put on a run after that. So yeah, I think this game's obviously a welcome distraction for us, and you know, a big thing this season is, you know, we wanted to show that we belonged in this competition, and I certainly believe we've done that. Gut, die Frage jetzt, was wird nötig sein? Welche Verbesserung wird nötig sein, um morgen ein gutes Ergebnis hier zu erzielen, wenn man sich vor allem dann auch die letzten Spiele anschaut? Die Antwort daraufhin war, ja, wir wissen, dass wir jetzt vor allem in den letzten beiden Spielen nicht unseren Standard eigentlich gespielt haben, schlechte Leistungen gezeigt haben, das wissen wir. Wir wollen uns verbessern. Wir haben in den letzten beiden Spielen enttäuschende Ergebnisse erzielt. Aber was mich positiv stimmt, ist einfach die Mentalität, der Charakter dieser Mannschaft, den wir schon auch öfter in dieser Saison gezeigt haben, auch in dem Halbfinalspiel gegen Aberdeen zum Beispiel. Und dementsprechend, das ist das, worauf es ankommt morgen für uns. Andy, you're not getting a chance to train on the pitch tonight. Is that an issue for you guys? I don't see any difference. It's a big green rectangle we're playing on tomorrow night. So I've not actually had a look at the pitch. I don't know what type of state it's in, but I've played on good pitches, I've played on bad pitches. I can't comment further, I've not seen the pitch, but we'll be ready to go tomorrow night no matter the situation. Gut, und jetzt die Frage, Sie werden ja Ihr Abschlusstraining nicht im Stadion abhalten, sondern nebenan auf dem Trainingsgelände. Was halten Sie davon? Die Antwort daraufhin, also für uns ist eigentlich kein Unterschied, ob wir jetzt im Stadion spielen oder auf dem Trainingsgelände das Abschlusstraining abhalten. Ich habe jetzt nicht die Situation gesehen, ich weiß jetzt nicht, was genau im Stadion mit dem Platz passiert ist, warum wir da jetzt nicht trainieren können. Aber von meiner Erfahrung her wissen wir auch, dass wir haben bislang auf
schlechten, aber auch auf guten Plätzen gespielt und für uns spielt es keine große Rolle. Andy, after what the club's gone through in the last 6 years or so, what would this mean to everyone to get through to the group stages? Because it's obviously been such a long time since you have been. It would be a massive achievement. Obviously, our first step was to gain qualification into the group stage. And like I said, once we'd done that, we wanted to show that, you know, we belong in this competition. And I think since game week one, we've done that. No matter who we've played, we've went with a game plan and a belief that we can cause upsets and get results when needed. We've obviously got a positive result the last time we played Rapid. And although it's been difficult opponents, I think we've showed ourselves in good stead. But, you know, we've got one more hurdle to go, and like you said, it'll be a massive achievement if we can get this one. Gut, also die Frage war jetzt, sind jetzt auf die europäische Bühne zurückgekehrt nach 6 Jahren. Was würde jetzt eine Qualifikation für die nächste Runde denn bedeuten für den Verein? Die Antwort daraufhin, ja, sollten wir weiterkommen und uns für die nächste Runde qualifizieren, wäre das natürlich eine fantastische Sache für uns. Eine großartige Leistung, wenn wir die Gruppe dann überstehen. Wir wollen natürlich zeigen, dass wir in dieser Europa League auch einfach gehören. Und wir haben ja auch gezeigt, egal gegen wen wir gespielt haben, dass wir, wenn wir uns an unseren Spielplan, Gameplan einfach halten, dass wir da auch positive Ergebnisse erzielen können. Und man muss sagen, wir haben im Hinspiel schon gegen Rapid sehr gut gespielt und wissen aber auch, dass Rapid eine sehr starke Mannschaft ist, müssen da einfach morgen aufpassen, aber im Großen und Ganzen sollten wir die Gruppe überstehen, wäre das natürlich eine Riesenleistung für uns. Okay, Andy's going to leave to train now. We're going to move on to the manager. If we can just keep all questions related to the game tomorrow, please. Stephen, you have had a look at the pitch. What have you made of the pitch, and what have you made of the fact that your preparations have been altered and that you have to train at the adjacent pitch, which itself looks rather cut up? Well, I think we have to adapt. I don't see it as a big problem. It doesn't change our focus on tomorrow night. I think it's a sensible decision because having looked at the pitch, it does look quite wet. And for both teams, I think it's sensible to keep it in the best shape it can be in for tomorrow's game, because it's going to be a huge game. Gut, also die Platzverhältnisse. Eine Frage dazu nochmal. Was für einen Eindruck haben Sie davon gewinnen können? Haben Sie den Platz schon gesehen? Und inwieweit verändert das vielleicht auch die Vorbereitung, wenn man nicht auf dem Hauptplatz spielen kann im Stadion, sondern auf dem Trainingsgelände das Abschlusstraining abhalten muss? Die Antwort daraufhin: ja, wir müssen uns da einfach anpassen. Was können wir da machen? Für uns ist es kein großes Problem. Unser Fokus bleibt natürlich der gleiche, den wir haben. Und ich habe mal einen Blick drauf geworfen. Sieht ja sehr nass aus, muss man sagen. Aber ich glaube, dass einfach die richtige Entscheidung ist für beide Teams auch, damit wir morgen dementsprechend einen ordentlichen Platz dann auch vorfinden und bereit sind für dieses große Spiel dann morgen. From the goal mouth area, it seems to be patched up. Is there a concern that could cut up further and the impact that could have on obviously both teams? We'll have to see how the pitch plays tomorrow night. It's difficult to judge right now. I mean, on the eye, it looks really good, the pitch, but to feel, it's very wet. Now, it's very difficult to know how it's going to play. We'll have to wait and see. But it's the same for both teams. You know, we never like to use excuses. You know, we just want to focus on our game plan and try and focus on what we need to do to win the game. The pitch is what it is. It's not going to change, and we go out there and give it our best shot. Gut, nochmal zu den Platzverhältnissen, einfach auch vorm Tor, muss man sagen, dass da wohl nicht mehr so viel Rasen vorhanden ist. Was können Sie dazu einfach nochmal sagen? Die Antwort daraufhin ist, wir müssen einfach sehen, wie der Platz sich bespielen lässt morgen. Ich kann jetzt dazu nicht viel sagen. So aus dem Augenwinkel heraus muss man sagen, sieht der Platz gut aus, aber ist sehr nass einfach. Und wissen nicht, wie man darauf spielen werden kann morgen. Wir lassen da keine Ausreden gelten. Unser Fokus wird darauf liegen, einfach unseren Spielplan zu verfolgen und versuchen zu gewinnen. Und der Platz ist einfach der Platz. Da kann man jetzt nichts dran ändern und da werden wir morgen drauf spielen. You made your feelings quite clear in terms of the performance at the weekend. Do you expect a reaction tomorrow night? I expected a reaction at Dundee. The last two performances, I don't think we've shown the true Rangers. Certainly the standards we've set from the beginning of the season. So we are disappointed with the last two results. But what I would say is this is a completely different game. This is
going to be a different style of game, because we believe, you know, Rapid will come out and attack us. We're expecting a positive performance, especially with a, you know, a very vocal crowd behind them. We don't expect them to sit deep and compact and try and get men behind the ball and try and spoil the game like the last two games have looked like. So we're expecting a completely different match. I think this game could suit us, you know, being more of a 50-50 match. You know, in them situations in the past, we've handled ourselves very well. It's, you know, we've got major respect for the opposition. You know, along with ourselves, we're probably the two underdogs in the competition and have done extremely well for a chance to go into the last 32. So, you know, it's a fantastic game for both teams. Gut, also, erwarten Sie eine Reaktion von Ihrem Team nach den beiden etwas enttäuschenden Leistungen jetzt in der Liga? Die Antwort daraufhin, ja, ich habe eigentlich schon mit einer Reaktion im Spiel gegen Dundee erwartet von meinem Team. Ich muss zugeben, dass die zwei letzten Leistungen von uns, die wir gezeigt haben, nicht den Leistungen entspricht von Glasgow Rangers und nicht dem Standard, den wir vor allem auch am Anfang der Saison gezeigt haben. Es ist aber ein ganz anderes Spiel morgen hier, ein anderer Spielstil, der auch gespielt wird. Wir erwarten Rapid eigentlich recht offensiv, dann mit den Zuschauern, die es natürlich dementsprechend laut anfeuern werden, wird es auch eine ganz besondere Atmosphäre geben, und wir glauben nicht, dass Rapid einfach abwarten wird, sehr kompakt und in der Abwehr sitzen wird und auf uns warten wird, sondern es wird ein ganz anderes Spiel werden, morgen auf jeden Fall. Wir wissen, dass so ein Spiel zu uns eigentlich ganz gut passt. Es ist so ein 50-50-Match, kann man sagen. Und beide Teams haben die Möglichkeit, morgen dann sich von der Gruppenphase dann für die nächste Runde zu qualifizieren. Wir haben großen Respekt vor unserem Gegner, müssen wir ganz klar sagen. Wir waren vielleicht auch die Underdogs, wir beiden, die beiden Teams. Und kämpfen auch jetzt um den Schritt in die nächste Runde. Und das wird einfach ein fantastisches Spiel morgen für beide Teams. You won't have Daniel Candias tomorrow night, and now Ryan Kent is out as well. How much of a blow is that, and how long do you expect Ryan to be out? He'll definitely be out for a couple of weeks, Ryan. He's got an hamstring issue on his other leg from the previous one, so that's a huge disappointment for us. And obviously, Daniel's suspension doesn't help either, because, you know, again, we don't have a really good player available, so... Disappointed on both fronts, but it is what it is. We've brought a squad of players here. We'll pick the best team possible that we think can get the job done, and we'll go and leave everything out there on the pitch, see where it takes us. Gut, zur Personalsituation. Candias ist ja gesperrt, der wird morgen nicht auflaufen können. Wie ist die Auswirkung da, oder was sagen Sie darüber? Und zum anderen dann auch Ryan Kent, der eine Verletzung im letzten Spiel wohl aufgegriffen hat. Was können Sie zu ihm sagen? Die Antwort daraufhin... Ja, also wir müssen sagen, dass bei Kent Ryan ist es einfach so, der wird die nächsten Wochen wohl auch ausfallen, hat sich am Oberschenkel verletzt, aber an dem anderen Oberschenkel, er kam ja gerade aus einer Verletzungsunterbrechung wieder zurück ins Team, hat sich jetzt aber den anderen Oberschenkel verletzt, und der fehlt uns natürlich, genauso wie Candias. Es hilft uns nicht, dass er morgen nicht auflaufen darf. Er ist ein sehr guter Spieler. Ich bin darüber enttäuscht, dass beide Spieler morgen nicht auflaufen können, aber die Situation ist einfach nur mal diese, und wir haben viele Spieler, die auflaufen können. Und wir werden auf jeden Fall morgen das beste Team dann aufs Feld schicken, um dementsprechend unser Ergebnis, was wir wollen, zu erreichen. Stephen, you're obviously annoyed at the weekend, but taking everything into consideration, both your league form and what you've done in Europe, are you at this stage, would you say, you're ahead of schedule? I think from a European point of view, we certainly are. I think we certainly took this position when we joined up at the beginning of the season, and certainly took it if you go back 12 months to see where this team was. But we don't want to relax on that. We want to try and push forward and keep trying to improve. And it'd be a huge achievement if we managed to get the job done tomorrow night. In terms of the league, you know, we were sitting top 7 days ago, and I was getting asked questions in press conferences, and I had to remain humble and keep the expectations in check. So after two bad results, we're not going to panic and think everything's gone wrong.
Of course, we'd like to be a few more points further up than where we are right now. But, you know, we'll keep pushing. We're still a new team. We're still trying to take strides forward. And that takes time. So, you know, there's a lot of hard work to do, but we're really looking forward to the challenge moving forward. Gut, also die Frage jetzt nochmal zurückgreifend aufs Wochenende, einfach die League-Spiele, die Leistung, die da gezeigt worden, wenn man es vergleicht, einmal die schottische Liga und dann auch die Europa League. Ja, was sagen Sie zu dem bisher Erreichten, sowohl in der Liga als auch in der Europa League? Die Antwort daraufhin, ja, also was die Europa League betrifft, muss man sagen, da sind wir doch besser als gedacht, da sind wir so ein bisschen voraus, dürfen uns darauf aber nicht ausruhen, vor allem wenn man auch 12 Monate zurückblickt, welches Standing das die Mannschaft damals hatte, aber wir wollen uns immer weiter verbessern und mit dieser Verbesserung auch schaffen wir es vielleicht noch dementsprechend von der Gruppenphase uns zu qualifizieren für die nächste Runde und was die Liga angeht, ja, vor ein paar Wochen waren wir noch auf Tabellenplatz Nummer 1, ganz oben und ja, wir dürfen jetzt bloß nicht in Panik verfallen, die Erwartung versuche ich so ein bisschen zu drücken auch, aber es ist ganz klar etwas falsch gelaufen in den letzten Spielen auch, wir hätten durchaus mehr Punkte erreichen können, aber wir versuchen einfach ja, weiter Druck auszuüben, wir haben ein neues Team, das wissen wir auch und das Ganze braucht einfach Zeit und ja, viel harte Arbeit und diese Herausforderung stellen wir uns gerne. What do you make, Stephen, of this huge Rangers following that are coming over to watch the match? And do you have a message for them? Because we spoke to the Rapid head of security earlier, who was a little bit concerned over fans trying to get into the match or trying to buy tickets that don't have them. Mm. Well, I think first and foremost, we hope that they all remain safe and enjoy the occasion. You know, it's a fantastic match for them. It's no surprise to me that they've came over in the numbers. They've been doing that for many, many years. They love the club, they're passionate, and they want to be part of big games. But for me as a manager, I always want to, you know, send a message to make sure that they're all safe and they come and enjoy the occasion. I don't want to give them a message in terms of what we're going to do tomorrow in terms of the performance because I want my players to send that message. I want my players to go and make the supporters proud and make themselves proud by emptying everything they've got and leaving it on the pitch because the rewards are well worth it. Gut, die Frage war jetzt, ja, haben Sie vielleicht eine Message, eine Nachricht, die Sie an die Fans schicken oder leiten möchten? Wir haben gehört eben in der Pressekonferenz von Andy Marek, dass er etwas besorgt ist über ja, die große Anzahl einfach an Glasgow-Fans, die hier nach Wien gekommen sind. Haben Sie da vielleicht was Sie an die Fans richten möchten? Die Antwort darauf hin. Ja, also als allererstes hoffen wir natürlich alles, dass es ruhig und friedlich abläuft, dann dementsprechend auch morgen, dass jeder das Spiel genießen kann. Es ist einfach ein tolles Match, was da morgen ansteht und wir wissen, dass unsere Fans uns immer gerne begleiten, immer unterwegs sind mit uns. Sie wollen einfach dabei sein, vor allem bei so großen Spielen natürlich auch. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, dass alles friedlich bleibt, dass sie das Spiel genießen können und so eine wirkliche Message oder Nachricht habe ich jetzt nicht wirklich an die Fans. Wichtig ist, dass die Spieler morgen auf dem Feld ihre Leistung zeigen und mit ihrer Leistung eine Message an die Fans damit leiten und die Fans dadurch auch stolz machen. Okay, have we got any questions from Austrian media? Weitere Fragen? Yeah, one at the back. We said to just focus on the Rangers game. Just one thing, did you watch the game and how relieved did you feel when Alisson saved against Milik? Do you want to answer Liverpool? Yes, I watched the game. Congratulations to Liverpool. That's all I've got to say. Okay, any questions about the game tomorrow? Yeah, one over here. Thank you. The last couple of weeks for the people are a bit of a roller coaster. How would you see the opponent? Okay, now I got the microphone. Stephen, first of all, welcome to Vienna. Thank you. Okay. I
think he got the first part. Yeah. The last couple of weeks were a bit of a roller coaster. They had up games, they had down games. How would you rate the performance of Rapid in the last couple of weeks, and at which point your team is warned about the opponent? We'll take this as the last question as well. I think we've got huge respect for the opponent. We know they're a good team. They've got good players and a good manager here. So we know the challenge is very big. I think both teams over the last weeks have had mixed form, but I don't think we should focus too much on that. I think tomorrow night you'll see two teams that are going to give everything they've got to try and get qualification. I see it as a 50-50 match, and I just hope that my team's on the winning side. But I think it's very exciting for everyone to watch this game. It should be very exciting. Thank you. Okay, thank you. Do you mind just translating? Rapid in letzter Zeit auch nicht die besten Ergebnisse erzielt hat. Eine Achterbahnfahrt quasi, auch bei Rapid Wien.